Hallo, ich bin's wieder, euer Andreas. Heute komme ich wieder von der Front, werde ein bisschen was mit euch machen. Nur eine Kleinigkeit, damit man ins Schwitzen kommt. Man kann diese Durchgänge öfters machen, also nicht nur einmal, so wie ich es jetzt machen werde, sondern ihr könnt es 2, 3, 4, 5 Mal machen. Wenn das eine Stunde schafft, wäre es perfekt. Aber ich schwitze schon nach einer Viertelstunde, also denke ich mal, dass wir nicht so lange brauchen. Mal loslegen. Ein Seitenlatsch ganz einfach. Wir werden das Ganze immer mehr steigern zu versuchen und zum Schluss noch ein bisschen was auf den Boden zu. Seitenlatsch heißt, wir gehen einfach immer zur Seite. Ganz entspannt. Ja, ich fange mal mit rechts an. Ihr dürft ruhig mit links anfangen oder mit rechts. Das spielt jetzt keine große Rolle. Das werden wir hier ordentlich machen. Einfach nach rechts. Dann nehmen wir die Arme dazu. Wir machen hier einfach einen Butterfly und immer ganz entspannt auf und zu. Ganz locker bleiben dabei, strengt uns nicht an, die wenigsten werden hierbei ins Schwitzen kommen. Und das machen wir natürlich ganz ordentlich, damit wir auch warm werden. Damit auch ein bisschen Belastung dahinter kommt. Die Arme werden schwer, ich weiß, aber das kennt ihr von mir, dass die Arme schwer werden. Aber wir wollen ja auch was gewohnt werden. Keine Gewichte zur Hand haben, dann müssen wir es halt öfters machen oder etwas länger. Sondern 4, 3, 2, wir werden die Seite wechseln, aber nur die Beinseite, ja, nicht die Rückseite, die Vorderseite, sondern einfach zur anderen Seite. Schön dranbleiben, schön in Bewegung bleiben, einmal schönes Dehnen, bald ist Ostern. Ich hoffe, dass es keine DGI erlebt. Nur Hasen, schöne Hasen, immer dranbleiben. So, die meisten werden irgendwann mal merken, dass die Arme sehr, sehr schwer werden. Ist auch relativ lang, ich weiß. Aber der Puls darf auch ein bisschen nach oben gehen. So ganz entspannt. Auf dem Bein, wo er steht, natürlich immer leicht arbeiten. 4, 2, jetzt machen wir es einfach im Wechsel. Immer rechts, einmal links. Ihr werdet immer noch spüren, die Arme kommen langsam. Wenn es mal zu viel wird, einfach die Arme weglassen. Mit den Beinen wird es immer gut gehen. Dass die Arme werden schwerer. Und alle machen mit, alle strengen sich an. Ja, wenn ihr euch mal wirklich gut anstrengt, gut mitmacht, mache ich es vielleicht mal ohne T-Shirt. Aber nur ohne T-Shirt. Hose lasse ich an, ist doch ganz klar. Ja, man darf nicht Bauch zeigen, wenn der Sommer kommt. Ich habe leider keine Piercing für Bauchnabel. Aber der glänzt auch manchmal mit Größe. Ja, die wollen doch, wenn ihr geht der Puls. So, eins rechts, eins links ist zu lasch. Wir werden beide gleichzeitig nehmen. Ja. Einfach mal Jumping Jacks. Ganz entspannt. Arbeiten. Dann bleibt Arme lang. Wenn es geht, vorne überkreuzen. Locker in die Knie gehen. Dranbleiben. Und ausatmen, kämpfen, das Ganze mit einem leichten Lächeln. Nicht nachlassen. Kämpfen, kämpfen, ich kämpfe auch. Machen wir größere Schritte, wird es schwerer. Nehmen wir die Arme höher, wird es schwerer. Noch ein bisschen kämpfen. Durchhalten, alle. Noch 4, 3, 2. Und wir gehen einfach in die Squats tief. Puh. Da kann man auch mal die Arme weglassen. Einfach nur tief. So, wer kann, geht tiefer. Wer kann, steht breiter. Wer kann, macht es schneller. So wie ihr wollt. Schön aufrecht bleiben.
nicht nachlassen. Und tief, tief, tief. Und ruhig versuchen, richtig tief zu gehen, richtig aufrecht zu bleiben. Ein- auszuatmen. Puh, puh. Ja, da kriegt man wieder Luft. Es reicht mir, wenn die Arme arbeiten. Die Arme, die Beine. Auf was stehen wir? Auf die großen Füße. Ja, und das ist wieder zu einfach. Da geht der Puls zu weit runter. Dann wollen wir jetzt immer 4 Stück machen. Dann einmal hochgehen, richtig die Füße zusammennehmen und wieder tief gehen. Und 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Immer schön dranbleiben, immer lächeln. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nochmal. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Nochmal. Kämpfen. Nicht aufhören. Noch 4, 3, 2, 1. Nochmal. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2. Nicht nachlassen. 4, 3, 2, 1, nur 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nicht vergessen, die Luft rein und rauszulassen. Schön aufrecht bleiben. Wenn es geht, immer 2. Nochmal. Falle ich gleich um. Zu viel Energie. Am frühen Morgen. Verbreitet Kummer und Sorgen. Und auf 1, ja? Nochmal richtig tief gehen, tiefer. Und wenn es zu lasch ist, die Arme hochnehmen. Noch ein bisschen. 4, 3, 2, 1 und nur tief gehen. Arme umlassen. Und tief, 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 tief. Kämpfen. Wir machen noch 30 Sekunden circa. Lassen die Arme langsam tief gehen. Ein- ausatmen. Will man nicht vergessen. Das locker bleiben. Wir haben es gleich. Puh. Und dann durch hier einmal kurz durchatmen. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ich habe mich verzählt. Okay, danke, super. Okay, jetzt geht es am Boden rein, weiter, nur eine Kleinigkeit, es wird nicht ganz so schlimm, vielleicht ein bisschen mehr für die Arme, aber lasst euch überraschen. Wir gehen einfach in den Liegestütz und gehen einfach raus und rein. Entweder gehen wir mit beide gleichzeitig, also nacheinander, ja, oder einmal raus und rein. Das spielt keine große Rolle, könnt ihr machen, wie ihr wollt.
ihr könnt, so einfach wie es immer, nur mit einem arbeiten. Versuchen den Po ein bisschen oben zu halten. Das ist immer die einfache Variante. Ja. Schlimmer wird's, wir versuchen zwischendurch, ja, einfach mal herzugehen, beide gleichzeitig. Gleichzeitig heißt, wir gehen einfach hierher, raus und rein. Ja, das machen wir natürlich ordentlich oft, nicht zu wenig. Wenn es zu viel wird, nur 4, 3, 2, 1 und wieder einzeln. Machen wir einen großen Schritt, wird es schwerer. Machen wir einen kleinen Schritt, wird es leichter. Jeder so, wie er kann. 4, 3, 2, 1 und 4, 3, 2, 1 und 4. Zu gehen. Versuch nicht nur mit dem Po zu arbeiten, auch gleichzeitig ja, mit der Rumpfmuskulatur. Und das ist richtig, richtig gut. Schön durchziehen, kämpfen, anstrengen, nicht nachlassen, immer wieder auf ein neues. Puh, das geht ohne weiteres. Normalerweise fast zu leicht. Schön dranbleiben, noch ein wenig. Puh. Noch 4, 3, 2, 1. Die andere Seite. Lang werden und einfach tief und hoch. Tief und hoch. Puh. 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 Ob wir das mal eine Sekunde länger oder weniger lang machen, spielt keine Rolle. Wichtig ist, wir tun was. Und wir tun ganz ordentlich. Wer hierbei nicht spürt, der darf bei mir vorbeikommen, den helfe ich dann schon mal ein bisschen nach vorbei. Dann würde ich mal sagen, wie lange ihr das tut, je länger ihr das tut, umso anstrengender wird es. Je höher wir gehen, je weiter rüber wir gehen, umso schwerer wird es. Wir werden schön dranbleiben. Puh, noch ein wenig kämpfen, kämpfen. Das Ganze mit einem leichten Lächeln, wie immer. Und aufpassen, dass die T-Shirts nicht zu kurz sind, sonst schaut der Bauch langsam raus. Aber es halt so schlimm. Dann muss man auch ab und zu mal zeigen. 4, 3, 2, 1. Einfach kurz durchatmen, wieder hoch, rechts, links, rechts, links. 4, 3, 2, 1. Beide. 4, 3, 2, 1. Und rechts, links, rechts, links. 4. Man kann auch dieses Hüpfen weglassen, man kann hier ein paar mehr machen, wenn es von den Armen her nicht mehr geht. Eine kurze Pause, einfach einsteigen, so gut wie es wieder geht und schön dranbleiben. Huh! Kämpfen, kämpfen, anstrengen, anstrengen, anstrengen. Ich kann auch länger. Über das Gleiche, noch 4, 3, 2, 1, tief gehen und wieder runter und hoch. Nicht nachlassen, ich weiß, es wird schwer. Mir geht es auch immer so. Sind die schwere Füße. Ja, bei Schuhgröße 36 ist leichter. Oder nächstes Mal einfach die Schuhe ausziehen, die Socken weglassen, die Hose weglassen und es geht leichter. Okay, nicht gerade. Die Zuschauer wird immer zu weit schwer. Noch ein wenig. Rechts schön dranbleiben. Schön bewegen. Puh. Noch 4. 3. 2. 1. Tief. Linke Bein. Oder andere Seite in jedem Fall. Und nicht stören lassen, wenn man so ein Schnürsel hier aufgeht. Ja. Da hat wieder leicht nichts Gutes gemacht. Schnürsen die gegen uns selber auf, sollten uns selber zubleiben, wäre viel besser. Und wehe auf den Muskelkater, dann müsst ihr es öfters machen.
Schwitzen hier angebracht. Wenn nicht schwitzt, dann wisst ihr. Mein T-Shirt ist nass. Die Socken sind nass. Wir bleiben dran. Wir machen nochmal. Wir kämpfen nochmal. Durchziehen. Zur Not mal Hand ausschütteln. Beide Hände. Eine nach der anderen natürlich. Nicht, dass er auf der Nase landet. Ihr kennt es ja. Wenn die Nase am Boden ist, wird es meistens rot. Und 4. 3. 2. 1. Wer kann? Hochgehen, rechts, links, rechts, links. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Und 4, 3, 2, 1. Und 4, 3, 2, 1. Ein kürzer Durchgang, tief gehen, lang, nochmal. Einen kurzen, den hängen wir einfach hinten dran. Und ihr seht, es wird mir immer warmer. Die Heizung ist schon an. Auch wenn draußen die Sonne scheint. Noch 4, 3, 2, 1. Lang werden und ziehen. 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 Ich werde auch froh sein, wenn ich durch bin. Jetzt so langsam Durst. Nicht vergessen zu trinken. Ganz wichtig, dürft auch jederzeit zwischendurch, wenn es sein muss. Es geht nämlich schon ganz schön lang heute, ich weiß. Noch 4, 3, 2, 1. So, am Boden sind wir vorerst mal am Ende. Wir werden gleich mal im Stehen noch einen kleinen Abschluss machen. Okay, zum Abschluss noch mal einen kleinen Fan im Stehen. Und zwar öffnen wir die Beine, versuchen wieder ganz entspannt auf den Beinen zu stehen. Nehmen die Arme hoch. Letztes Mal haben wir damit angefangen. So, und jetzt richtig Becken nach vorne, Arme nach hinten, groß werden. Den müssen wir sehen. Ja. Und wir bleiben nicht nur hier oben. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen dynamischer arbeiten. Wir gehen dann gleich mal tief. Richtig runtergehen. Reicht die Knie dürfen ruhig gebeugt bleiben, aber wir sind tief zu gehen. Versuchen die Ferse oben zu halten. Versuchen richtig runter zu gehen. So tief wie es geht. So, aus der Position wollen wir hochgehen. Wenn wir hochgehen, nehmen wir die Arme nach vorne. Anhalten und tief gehen. Richtig tief gehen. Nase nach unten drücken, durchatmen und wieder. Oh, die große Bewegung nach hinten. Becken nach vorne, versuchen Ballen zu stehen. Die Ferse oben, Arme hin. Becken vorne und tief gehen. Ja. Tief gehen. Zu schnell. Gut abgefangen und wieder vor mit der Arme. Ja. Köpfe zu groß werden. Becken noch mehr nach vorne. Ruhig schön oben stehen auf dem Bein und tief gehen. Richtig tief. Man kann auch ein bisschen nach vorne gehen. Wir können spielen, wir können mal nach rechts, nach links gehen. Da dürft ihr jederzeit bewegen und wir gehen hoch. Du weißt, wir springen jetzt zum Schluss auch noch mal ein bisschen an. Aber das macht nichts. So. Wir bleiben jetzt ein bisschen länger oben. Ziehen kräftig. Becken nach vorne. So gehen wir am besten mal tief. Puh. Richtig runtergehen. Richtig die Nase nach hinten drücken. Hier bleibt es unlangen, durchzuschieben. Wenn es geht. Ferse immer leicht entlasten lassen. Okay, Arme nach unten schieben. Versuchen mal langsam locker zu werden. Richtig locker. Die Luft auslassen. Sich wohlfühlen. Sich aufs nächste Mal freuen. Ganz gut. Und wenn euch wirklich anstrengt, fällt vielleicht mal das T-Shirt. Aber ihr müsst regelmäßig leiten. Ihr müsst peilen. Ich möchte, dass wir das überall sehen. Dass alle mitmachen, alle Spaß haben. Vor allem, wenn es hier wieder richtig losgeht. Das war von mir mal heute alles. Aber ihr werdet mich wiedersehen. Danke und tschüss.